Geiler PS-Lift, 7,4 Kilo, dritter Flug. Wahnsinn, wie der Kreis, ne? Hier. Ja, das sich hält. Kann nicht fliegen. Ja. Aber ich meine, er ist am Limit, aber. Ja. Aber. Das ist schon gigantisch. Für das, was er für Fliege ist, ja, ist er eigentlich richtig gut. Oh, echt so. Macht einen richtig guten Eindruck, das Ding. Ja, kauf ihn. Aber ein F3B-Flieger doch mal abgestimmt. So gut wäre der Drecht, kannst du den Asselschwang auflegen. Dafür ist es gedacht. Und für den Höhenwerk dann das schwere Verbinder. Ist ja geil, ne? Geil. Der Sound ist schon geil, oder? Den der macht. Ja, ha? Dreht halt gut. Wahnsinn. Ist er beim Runterkommen. Ja. Achtung! Das war ja geil. Das Profil ist schon gut. Das war ja Wahnsinn. Ob ich das drauf bekommen habe? Okay, E-Thermik. Aber war die PS für 80. Okay. Jetzt kommt mal ein kleiner Abschwung mit dem Swift. Ja. Okay. Soll der schnellste Swift auf der Welt sein? Also ist der kleine, okay. Ja, ja, der schaut halt schneller aus. Ja, ist ja auch schnell. Gute Seitenwindlandung, ne? Mhm. Aber irgendwie beschleunigt der, wenn flach anstückst, genauso gut, als wenn du senkrecht anstückst. Also schlecht drauf, und der fliegt nicht. Ja, wieder mehr. So kannst du den mitlegen. Der fällt dir vor allem wieder ins andere, wenn du den so fliegen tätst. Der macht der